Antwort! Was halten Sie denn davon? Nichts halte ich da. Was? Oh. Ich hatte die Lösung doch schon. Hm. Bla bla bla, okay. Zeig mal bitte nochmal drauf. Mhm. Weil dein Zeiger nämlich hier woanders hin zeigt, der rote Kringel. Ah, warum das denn? Oh, wie gemein. Hat's nicht übernommen gehabt. Oh, wie gemein. Das ist mir gerade im letzten Moment nämlich noch aufgefallen. Oh, wie gemein. Blödes Spiel. Weißt du, vor allem, ich wusste nicht mal, dass es da einen Kringel gab. Ich hab den gar nicht so... Ich auch nicht. In dem Moment, als du geklickt hast, so als das Bild verschwand. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir haben den Weg gefunden, der uns direkt zum Gerichtssaal führt. Juhu. Da, der Weg ist frei. Jetzt können wir hinein. Und wer hat den Weg frei gemacht? Laborchef Dr. Clank. Moment. In der Tat. In der Tat. nee, ich dachte eigentlich eher so die Volksbanken Raiffeisenbanken. Ich auch, aber ich wollte keine Schleichwerbung machen. Verzeihung, ja. Ich habe ja gehört, ich mache jetzt mal Schleich-Unwerbung und sage, ich finde das doof, dass die jetzt mittlerweile auch für Geldabhebungen, Bargeldabhebungen Geld verlangen. Ist das bei euch so? Weiß ich nicht, ich bin nicht bei der. Ich finde die doof. Aber es war doch die Sparkasse, oder? Die Sparkasse macht das und die VR jetzt auch. Aber nicht überall. Aber nicht überall. Ja, also ich weiß es noch nicht, ob es bei mir so ist. Ich bin auch leider, ich bin auch SP-Kunde. Sind nur bei Vereinzelbanken, hieß es wohl. Ach so. Bin auch bei der Spaßkasse. Also bei mir ist es auch noch nicht. Na gut, finde ich gut. Ja, ich weiß nicht, wie das hier ist. Gerade hier in Berlin. Ob man da den Leuten eher was aus der Tasche ziehen möchte. Weiß ich nicht. Naja, wie auch immer. Jetzt können wir da rein. Gut gemacht, Spitzenlehrling. So, beeilen wir uns. Was ist da drin? Was ist da drin? Was ist da drin? Ich will das wissen. Katzin. Grimpf. Oder ich meine... Es ist richtig eng hier. Entschuldigung. Entschuldigen Sie, Mr. Wright. Ich bin noch nicht so gedehnt. Oh. Wir sind fast da, Herr Wright. Alles in Ordnung, Sophie? Nein, es ist zu eng. Wir sind fast da. Ja, alles in Ordnung. Oh Mann, ich hasse diese kleinen engen Gänge. Ich schätze, ich bin leicht klaustrophobisch. Er hat Angst vor Leuten, die Klaus heißen. Klaus, Klaus, Klaus. Klaus, Klaus, Klaus. Oh Mann. Ich mag das Wort klaustrophobisch irgendwie nicht. Das erinnert mich an was. Mich auch. Deswegen nehme ich auch gleich Reis aus. Reisklaus? Reisklaus. Reisklaus. Klingt wie ein Pokémon. Ja. Ein Reisklaus. Lecker. Das ist ein Santa Claus aus Reis. Wie heißt die Weiterentwicklung von Reisklaus? Tektalauer. Oh. Okay, der war jetzt blöd. Ja. Ja, wenn du das zweite T noch wegnimmst, dann hast du sogar das Wort mit drin. Naja, wie auch immer. Oh, ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels. Wusch. Bin ich darauf zu? Ja, oh! Uah! Aua, das tat weh, das tut weh. Aua, mein Fuß! Ein geheimer Eingang in der Decke, hm? Wie stehen die Chancen dafür? Es sieht nicht so aus, als könnten wir den gleichen Weg zurücknehmen, oder? Wir können uns später noch Gedanken darüber machen, wie wir hier rauskommen. Oh, Moment, wir sind gerade an der Innenseite des Kerkers gelandet. Wir kommen hier nicht mehr raus. Ja, du hast recht. Aber wo sind wir eigentlich gelandet? Es sieht nach einer der Zellen unter dem Gerichtssaal aus. Oh, es tut mir leid, wir müssen irgendwo den falschen Weg gewählt haben. Wir sollten zum Gerichtssaal gelangen, wenn wir von hier aus geradeaus weitergehen. Was? Tut ihr? Oh, tut ihr? Oh Gott, ja! Oh Gott, ja! Miss Erlington? Du bist das. Frau Erlington? Miss Erlington? Was auch immer?
Geht es euch gut? Wie war das jetzt nochmal? Nur bei Schütte, oder? Ich glaube. Und wie war die Stimme eigentlich? Übrigens, schönen Gruß an Ellie Linton, die das Ganze noch ein bisschen auf die Spitze treibt. Die würde dann sagen, unverletzt. Unverletzt. Nein. Unverletzt. Was? Nee, unverlettete. Unverlettet. Unverlettet. Oh Gott. Aber wie war denn die Stimme von der? Recht normal. Frau der Narrateur, ihr seid unverlettet. Du meine Güte, wir haben uns alle um euch gesorgt. Sie haben euch also nicht in die Flammen geschetosen? Nein, ich habe jetzt meine eigene Chateau-Dier-Chateau. Alles dank eurer brillanten Verteidigung. Du hast Glück, irgendwie hat sie gerade nicht so die Stimmwörter. Ich... Einzuwerfen, dass ich das Verbrechen nicht begangen habe, selbst wenn ich eine Hexe bin. Eure Worte schienen das hohe Gericht zutiefst bewegt zu haben. Ich... Warte auf mein neues Urteil. Sie werden mich nicht in die Flammengrube schicken. Ich bin euch wirklich dankbar. Ich warte jetzt gerade die ganze Zeit auf so ein Wort und es kommt einfach nicht. Ich bin wirklich dankbar. Nicht der Rede wert. Ich bin nur froh, dass ich euch helfen konnte. Dennoch muss ich mich entschuldigen. Was? Was mit Frau Maya geschehen ist, war eine wahre Tragödie. Ja, endlich was. Und ich war der Grund dafür. Allein der Gedanke daran schmerzt mich. Nein, schmerzt. Also mit Sch und einem Konsonanten dahinter war's. Das ist doch ein super Punkt, um hier einen Cliffhanger zu machen und fürs nächste Mal... Nö. Komm, weiter. Noch bis das Gespräch zu Ende ist, bitte. Allein der Gedanke daran schmerzt mich. Frau Erlington, es gibt etwas, das ihr wissen solltet. Was meint ihr? Wir haben heute Morgen jemanden in der Stadt gesehen, der in der Flammengrube gelandet sein sollte. Wir haben Frau Dorner gesehen. Was hast du gesagt? Was? Aber wenn ich nicht völlig den Verschettant verloren habe, gibt es keine Magie, die Tote wieder zum Leben erwecken kann. Ja, das stimmt. Und ich denke nicht. Auch Alchemie kann keine solchen Taten vollbringen, richtig? Meister de Victoire hat immer gesagt. Aber ich habe nie verstanden, was er meinte. Diese Regeln zu brechen ist, als würde man versuchen, gegen die Strömung von Mutter Natur selbst zu schwimmen. So können die Toten nicht ins Reich der Lebenden zurückgebracht werden. Das ist der Lauf der Natur. Hey, sei froh, wenn das vorbei ist, dann ist es wahrscheinlich... Dann musst du Erlington nicht mehr sprechen. Hoffentlich. Allianz. Ich verstehe. Da ist noch etwas. Chateau. Tote zum Leben zu erwecken, bricht alle Regeln der Logik. Doch wenn ihr heute wahrhaftig Frau Dorner gesehen habt, dann meint ihr... ist eine Art Betrug im Schepil, der es so scheinen lässt, als wären Tote... Wie bitte? Als wären sie was? Ach so. Das heißt, ihr habt dieses Risiko auf euch genommen und seid hierher gekommen? mein Stylus! Mein Stylus, wo ist er nur hin? Um diesen Betrug speziell bezüglich ist. des Käfigs über der Feuergrube aufzudecken. Das ist beeindruckend, Frau Erlington. Deswegen sind wir gekommen. Wir werden den Käfig untersuchen und feststellen, ob irgendwas nicht damit stimmt. Die Kammer des Schreckens ist hinter dem Warteraum. Nein, du hast das falsch ausgesprochen. Die Kammer des...
Die Kammer der Flammen ist hinter dem Warteraum, aber... Och, verdammt. Weiter. Okay. Wachen könnten sich dort aufhalten. Vielleicht schlafen sie auch. Unbemerkt an ihnen vorbeizukommen, könnte sich als schwierig erweisen. Das ist alles meine Schuld. Ich habe uns versehentlich auf den falschen Weg geführt. Der falsche Weg hat uns hier zu diesem Treffen mit Frau Erlington geführt, Luke. Meine ich doch! Er hat recht, Luke. Wir könnten sie dank dir treffen. Aber ich habe immer so Probleme zu zielen. Ich schütte mir zu. Ich bin hocherfreut, mit euch sprechen zu können. Wirklich? Naja, wie dem auch sei, wir müssen einen Weg finden, an den Wachen vorbeizukommen. Wenn ihr keine Einwände habt, würde ich euch bitten, die Wachen mir zu überlassen. Das stelle ich mir so richtig böse vor. Ich werde ihre Aufmerksamkeit erwecken. Während sie abgelenkt sind, könnt ihr euch in die Kammer der Flammen schleichen. In die Kammer des Schreckens schleichen. Aber Miss Erlington, oder Frau Erlington, ich mag eigentlich dieses Miss mehr. Sonst vermisse ich das noch, wenn ich das nicht öfter sage. Wir wollen euch nicht in Schwierigkeiten bringen. Machen Sie sich gerade über meinen Schepperach-Fehler lustig. Keine Sorge, ich nehme es Ihnen nicht übel. Was ich auch tue, ich werde meine Schuld euch gegenüber nicht begleichen können. Ich mag das Wort. Bitte erlaubt mir, euch zu helfen. In Ordnung. Wir werden das nicht vergessen, Miss Erlington. Ah, Wachen, Wachen, bitte. Es ist höchst dringlich. Was? Was ist denn hier los? Es kommt aus dem Verlies der Schatten. Schnell! Ach, die Wachen. Verdammt! Jetzt habe ich diesen Sprachfehler schon übernommen. Sieht so aus, als hätte sie es geschafft. Sie sind verschwunden. Oh, verdammt! Es ist ansteckend. Anscheinend sind alle Wachen in Richtung des Verlieses verschwunden, als sie ihre Stimme gehört haben. Anscheinend sind alle Wachen verschwunden, als sie ihre Stimme gehört haben. Kann ich nachvollziehen. Ja. Gehen wir besser hinein, bevor sie zurückkommen oder Miss Erlington wieder zu reden beginnt. Richtig, kommt schon, gehen wir. Aber schnell. Neuer Ort auf der Karte, Feuergrube. So, und ich würde sagen, jetzt nehme ich mal meinen Stylus. Und wir hören damit erstmal auf. Ich meine, wir sind ja ein Stück weiter gekommen, fand ich gut. Ja, ist überraschend. Ja, und haben viele Rätsel gespielt. Als die ungewöhnlichste, als die ungewöhnlichste Aufnahme aller Zeiten. Okay, ja, dann zugeklappt und... Stylus verloren. Tschüss, sagt Biber Oro. Biber Oro? Was? Biber Oro. Biber Oro. Biber Oro. Das kann man ja fast nicht aussprechen. Also dann, bye bye. Und wenn man noch Apfel und Zitrone mit reinnimmt, ist es sogar Biber Oro Abzieh. Biber Oro Abzieh. Oh Gott. Das ist ja fast so ein Abzieh-Biber-Bildchen. Okay, also dann, ja. Ciao.